Hallo und herzlich willkommen bei CyberGames Tube. Wir sind zurück mit der fünften Folge von Battle Royale Tycoon und haben letztes Mal, ich glaube hier so ungefähr, jede Menge Geld verbrannt, indem wir den Eingang einer Battle Royale Arena löschen wollten und haben die gesamte Arena gelöscht. Also, wir haben sie gebaut, dafür Geld ausgegeben und haben sie gleich wieder gelöscht. Ja, Waffen fehlen uns immer noch, wie man sieht. Oder eine größere Werkstatt. Oder ein größerer Lagerplatz. Oh mein Gott. Was mache ich zuerst? Eine größere Werkstatt? Die machen aber nichts. Weil sie keine Transporteure haben, die das da hin und her bringen. Keine Ahnung, wo dran der gerade liegt. Waffen. Ja, eigentlich würde ich gerne mir schnell die Battle Royale Arena wieder zusammensparen, die größere. Wir hatten doch jetzt schon die große erforscht, ne? Ja. Untätig. Ja, bleibt mal auch untätig. Weil ich mir gerne das Geld sparen möchte für die größere Battle Royale Arena. Obwohl, dann brauchen wir auch wieder Waffen und alles. Das ist gerade alles ein bisschen suboptimal, möchte ich mal nennen. Aber sollten wir hinkriegen. Ich glaube, wir kaufen jetzt wirklich noch einfach 22. Dafür, dass wir bloß. Wie viel brauchen? 15. Okay, dann gehen sie alle gleichzeitig kaputt. Und dann sind sie auch alle weg. Und dann müssen sie warten, bis sie sie repariert haben. Das ist doof. Aber liegen überall welche. Es fehlt bloß Kundschaft, wie ich gerade sehe. Kaufe 5 großartige Schrotflinten. Es fehlt echt nur Kundschaft. Es ist also zu geschlossen, möchte ich sagen. Die nächste machen wir ausgeglichen, ne? Würde ich sagen. Wenn wir denn die nächste kriegen, ohne sie gleich wieder abzureißen. Ja, ich hätte glaube ich das hier anklicken müssen, ne? Und dann auf den Eingang. Oder Ausgang, was auch immer das war, ich wüsste gerade gar nicht mehr. Ja, aber so nehmen wir kein Geld ein, wenn die hier so steht. Kriegen wir die nicht umgebaut? Ja, kriegen wir. Machen wir, bis das ausgeglichen ist und dann sollte das da einigermaßen gehen, oder? Sollten die Kundschaft doch zufriedener sein, weil das ist ja nun echt sehr speziell. Da brauchen wir echt welche, die auf geschlossene Arenen stehen. Ah, jetzt ist schon umgesprungen. Wir lassen es mal so. Bin ich auch mal gespannt, ob das was bringt. Und Waffen ist trotzdem Mangelware. Und Kunden ist Mangelware. Was machen wir denn bei der nächsten anders? Nur andere Waffen? Großartige, die könnten wir doch noch nehmen. Haben wir schon die großartigen? Ach, jetzt muss ich hier wieder. Gott, irgendwann anklicken, dass das Fenster zugeht. Das Waffenauswahlfenster geht immer so schlecht zu. Also müssen wir die großartigen. Haben wir schon. Aber wir haben sie noch nicht in Benutzung, ne? Wir haben noch. Naja, wir haben erst zwei gekauft und wahrscheinlich aus Versehen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Lagerplatz. Die kann man, glaube ich, beliebig bauen, ne? Wie gehen wir mit dem Weg weiter? So? Wir haben die nächste Parkgröße. Warte mal. Wir haben die doch hier hingekriegt. Ich hab nicht vergessen zu speichern, oder? Doch. Das muss ich mir mal nachher nochmal das letzte Video angucken. Ob das der Stand ist.
Aber wir haben doch. Da bin ich mir noch ziemlich sicher, dass wir eine Arena gebaut haben, den Eingang falsch gesetzt haben und dann den Eingang löschen wollten und dann, pop, war die Arena weg. Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und jetzt passt hier keine Arena hin? Das ist aber kurios, oder? Oder habe ich da jetzt irgendeinen Denkfehler? Ich meine, ich habe öfter mal einen Denkfehler. Könnten sie auch hier hinbauen? Ändert es schon der Tatsache, dass ich glaube, wir hatten sie hier oben. 4.000 kostet das Parkvergrößern. Hatten wir die letzte Parkvergrößerung schon? Oder wieso konnten wir das hier oben hinbauen? Was sagen die Preise? Sind die 25? 5 ist auch nicht übernommen. Das war doch 1 Euro günstiger als das hier. Jetzt brat mir doch einer einen Storch. Das verstau ich nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass wir letzte Folge schon weiter waren. Bin ich mir echt ziemlich sicher. Ich hab doch gespeichert, bin ich mir da auch, bin ich mir genauso ziemlich sicher. Ist es noch mehr Early Access, als ich anfangs dachte? Mensch, wenn ich doch bloß ein Video hätte, wie ich gespeichert habe. Das wäre ja cool, aber habe ich nicht. Hab die auch günstiger gemacht. Jetzt kann ich sie nicht mal mehr anklicken. Ich hab die auch günstiger gemacht. Das spare ich mir jetzt aber, weil ich sie ja jetzt im Aufbau geändert habe, ausgeglichen. Scheint ja einigermaßen angenommen zu werden. Jetzt stehen ja zumindest welche an. Waffen liegen auch schon wieder überall da und es geht weiter. Bin überfragt. Ich jetzt irgendwie verwirrt bin, also verwirrter als sonst, so nenne ich es mal. Mein verwirrt bin ich so oder so, das weiß ich. So, da oben fehlt noch einer. Mir kommt die Musik auch schon wieder so laut vor. Hat das auch nicht gespeichert? Die Warteschlange sieht auch schon wieder total verkorkst aus. Das war in der ersten Folge, glaube ich, wo das nicht so ging, wie ich mir das dachte. Und das hat eigentlich funktioniert gehabt in der ersten Folge. So. Irgendwas ist komisch. Last save. Das ist jetzt gerade. Vor 1 Minute. Ein Datum steht ja nicht da. Das macht ja auch noch Autosave.
Und ich habe nur auf Spiel fortsetzen geklickt, gerade beim Laden. Also mehr konnte ich nicht machen. Konnte keinen Speicherstand auswählen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir die hier oben hinbauen wollten. Und auch getan haben. Und den Ausgang falsch gesetzt haben. Oder den Eingang. Und dann alles gelöscht haben aus Versehen. Und dann habe ich da Geld weg. Toll. Tolle Wurst. Aber jetzt passt da keine Arena mehr hin. Aber hier stehen zumindest welche an. Also wir sollten zumindest Geld kriegen jetzt langsam mal. Stehen überall welche an. Ja, hier unten, das können sie sich anscheinend schenken. Ihr seid auch schon wieder ein bisschen. Mir gefällt es nicht in diesem Park. Ja, denn. Ja, was sollt ihr nun machen? Aufbau offen. Haben wir, glaube ich, nicht zur Verfügung. Doch, haben wir. Das steht da auch an. Ist ja ein Ding. Mir schrecklich langweilig. Die Warteschlange für das Gebäude. Ach, jetzt stehen hier Namen. Hier aber noch nicht. Hier heißen die Gebäude Gebäude. Gruppengedanken. Schrotflinte finde ich am besten. Die Warteschlange für das Gebäude. Toilette war ziemlich schnell. Ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist langweilig. Ich liebe das Layout vom Gebäude. Arena-Duell. Ich liebe den Spielmodus im Gebäude. Alter. War ziemlich gut, ziemlich Arena BR. Duell Showdown. Bringt das nochmal ein paar Kröten? Oder war Duell Showdown mal bei hier oben hinbauen wollten? Nee, das war eh länger als der hier. Da habe ich mir noch geärgert. Oder kürzer. Bin noch ein bisschen geärgert innerlich, dass das nicht symmetrisch gebaut werden kann. Weil ich habe die von hier vorne angefangen. Die Arena, die wir auch immer da hinbauen wollten, ich wüsste gerade nicht mehr. Ich glaube, das war eine andere Battle Royale Arena. Und dann hat das hier hinten um einen nicht gepasst. Man hat mir so ein bisschen geärgert. Aber da wir jetzt Battle Royale hier unten hinbauen, gucken wir uns hier noch das Showdown an. Eingang da oben. Haben wir ja gelernt. Umso weiter weg vom Hauptweg, umso länger kann man die Warteschlange machen. Machen wir mal auch gleich. Könnten wir hier vielleicht noch einen kleinen Weg zu einer Werkstatt oder irgendwas, weil wir haben uns irgendwie eingebaut. Da bin ich auch so ein kleiner Experte drin. Dann können wir das auch richtig zumachen. Zielbahn. Duell-Showdown braucht eine eine Schielbahn, noch nicht schlecht. Könnten wir ja eigentlich gleich zwei drin setzen wieder mal, ne? Wir gucken mal, wie es anläuft mit zwei. Gegenstandslot brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch vier, wa? Pro Seite. Arbeiter kriegen wir auch hin. Einer müsste reichen. Und wir nehmen Gegenstandslot. Gegenstandslot? Also großartige Schrotflinte. Müssen wir noch schnell ein, zwei kaufen. Wir haben nämlich nur zwei und brauchen vier. Mindestens. Jetzt liegen da Waffen. Ey, glaub mir, hacktet. Weil ich das noch auf Waffen hatte, als ich die Arbeiter eingestellt habe, haben die gleich Waffen dahin geschleppt. Also so schnell kriegt man das ja aber nicht geändert. Man baut das Gebäude und es ist automatisch Grundeinstellung Pistole. Naja, dann müssen wir die erst wieder verbrauchen, bis wir. Naja, komm. Passt schon. Kann ich den Preis nicht ändern? Nee, kann ich nicht. So kurz gegenüberstehen und dann sich mit Schrotflinten duellieren, ist bestimmt auch jetzt nicht so das Geilste. Also zielen ist ja eher so semi-wichtig mit so einem Gerät. Wer am schnellsten den Trigger betätigt, hat quasi gewonnen. Mit so einer Handknifte müsste man noch so ein bisschen zielen. Also zumindest ein bisschen. Man müsste so tun, als würde man zielen, glaube ich.
Und natürlich will's keiner. Oh, aber einer alleine kann sich wohl schlecht duellieren. Das läuft schon mal. Ach, so richtig mit Rücken an Rücken stehen und dann erst zu den Waffen hinlaufen. Also so richtig duellmäßig. Aha. Ja, Warteschlange für Duell-Showdown war ziemlich schnell. Ja, warst doch der Erste und Einzige in dem Moment. Ah, jetzt kommen noch zwei andere. Peng. Ach Gott. Tatsache, jeder schießt einmal und dann gehen sie wieder raus. Naja, gut. Fünf großartige Schrotflinten kaufen. Die werde ich kaufen, wenn ich sie brauche. Also in der nächsten Battle Royale Arena würde ich sagen, machen wir mit Schrotflinten. Mit großartigen. Wenn er dann zu der nächsten Battle Royale Arena kommt. Können uns ja auch ein bisschen beeilen. Bisschen beeilen ist gut. Mal auf Geld achten. 2700, 2600. Und wenn die jetzt hier alle rein. Ja, okay, jetzt steigt. Wollte schon sagen. Der Vorspulmodus hätte ich gedacht, packt uns das Geld irgendwie durcheinander. Aber es scheint zu funktionieren. Was haben wir gebraucht? 6000, ne? Ist eine einfache. Ist nicht, ist die große? Ist die größere denn teurer? Ich sehe die Zahl da unten nicht. Lassen wir mal oben ein bisschen Platz. Vielleicht noch für den Weg. Vielleicht. Fleisch auch nicht. Das ist auch erst Mittel. Wir wollten ja eine große bauen. Groß. Ab hier ist es erst groß. Sehen ja schön. Müssen wir echt noch den Park vergrößern. Hier kommt mein Escape. Rechtsklick, ganz einfach. Rechtsklick, ganz einfach zu merken. Aber nö. So, ist ja nur blöd. In der Folge haben wir nicht viel gesehen. Wir haben eine Duell-Arena gebaut. Das hier ein bisschen angepasst. Die Battle Royale-Arena. Aber überall stehen Menschen an. Also, was heißt überall stehen Menschen an? In alle guten großen Arenen, zumindest in den kleinen Spaß, in der Spaßabteilung nicht wirklich. Frag mich warum. Ich kann da nicht viel ändern, außer die Waffenart auswählen. Ansonsten kann ich weder Mauern ziehen noch irgendwas anderes mitmachen, außer sie hinstellen. Okay, es wird auf jeden Fall angenommen. Das ist schon mal gut. Das finde ich jetzt schon mal gut. Jetzt läuft das schon mal. Preis haben wir so gelassen? Ja. Ja, ich denke mal, kann man nicht drum rumkommen. Achso, muss ja erst geforscht werden. Wollte gerade sagen, wir können ja mal gucken, ob das denn reicht. Aber nee, können wir nicht. Man sieht ja nicht, wie weit die nächste Stufe ist, aber eigentlich gibt es keine weitere Stufe. Müsste jetzt quasi alles frei werden. Weil noch eine gibt, würde nicht.
Packgröße 3, aber ich kann immer noch raufklicken. Okay, aber es ist dann wahrscheinlich 3. Ich habe, glaube ich, gerade auf 3 geklickt. Alles andere hätte mich auch arg gewundert, wenn das erst die zweite Vergrößerung wäre. Ich würde mal sagen, wir machen die Folge hier Schluss mit lustig. Und ihr lasst es noch so lange laufen, bis die Forschung abgeschlossen ist und wir 6000 Mark zusammen haben, dass die nächste Folge gleich beginnen kann mit einer großen Battle Royale Arena. Und dann denke ich mal, wird die nächste Folge auch so gut wie die letzte sein. Denn das ist quasi der Content quasi am Ende. Man kann alles noch immer größer bauen, aber ich denke mal, das ist selbsterklärend. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich glaube, so lange wir weiterlaufen, brauche ich gar nicht lassen. So, offscreen. Das ist fertig. Da oben sind gleich 6000. Also, macht das mal kurz langsamer. Ich speichere dann auch nochmal. Nur so sicherheitshalber. Ich mache es gar nicht erst aus, das Spiel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wa? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Gönni hauen.